Nach 100 Jahren sind sie erkennbar. Die Spuren der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, des Ersten Weltkriegs. Spuren, die nur erahnen lassen, was Millionen meist junge Menschen auf den Schlachtfeldern erleben und erleiden mussten. Ein Krieg, in dem moderne Technik ein beispielloses Massaker anrichtete. Über 15 Millionen Tote, mehr als 20 Millionen Verwundete. Ein totaler Krieg, nicht nur an den Fronten, sondern auch in der Heimat. Briefe und Tagebücher zeugen davon. Dies ist die Geschichte dreier sehr unterschiedlicher Schicksale. Drei Söhne, die auszogen, weil sie kämpfen wollten oder mussten. Für den Offizier Kurt Hopfer ist der Kriegsdienst eine Frage der Ehre. Er will, dass seine Familie stolz auf ihn ist. Wenn es sein muss, erst nach seinem Heldentod. Die Bildhauerin Käthe Kollwitz ist zunächst tief bewegt von der Begeisterung ihres Sohnes Peter, für das Vaterland zu kämpfen. Zugleich spürt sie, dass sie den Verlust ihres Kindes nie verschmerzen würde. Der Jurist Karl Rosner hingegen versteht die Kriegseuphorie vieler Kameraden nicht. Für ihn ist der Gedanke, kämpfen zu müssen, ein Albtraum. Frühjahr 1914. In Berlin wie anderswo in Europa geht das Leben seinen gewohnten Gang. Deutschlands Hauptstadt ist eine pulsierende Metropole. Das Zentrum des aufstrebenden Kaiserreichs. Die Wirtschaft boomt und der technische Fortschritt scheint keine Grenzen zu kennen. Zwar gibt es immer wieder Krisen, doch seit Jahrzehnten keinen europäischen Krieg. Frühsommer 1914. Die Bildhauerin und Malerin Käthe Kollwitz lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen Hans und Peter in Berlin. Dort ist auch ihr Atelier. In ihren Aufzeichnungen nennt sie diese Jahre die glückliche Zeit. Die letzten Jahre vor 1914 brachten für uns alle sehr viel Gutes. Unsere Kinder wuchsen heran. Oft denke ich, wie ich mich fühlte, als ich jung war. Ich wollte mein eigenes Leben leben und heraus aus der Enge. Daran denke ich auch bei meinen Jungen. Oh, jetzt aber raus hier. Peter und seine Freunde sind gerade 18. In drei Jahren werden sie volljährig sein. München 1914. Noch keine Weltstadt, aber die gemütliche Residenz des bayerischen Königs. Die meisten Untertanen sind stolz auf ihr Vaterland, auf Bayern und das geeinte Deutsche Reich. Doch lieber stößt man hier immer noch auf den bayerischen König an, als auf den deutschen Kaiser. Für das Reichsheer stellt die bayerische Armee gleichwohl ein großes Kontingent. Im Kriegsfall steht es unter dem Oberbefehl Berlins. Es gibt doch nichts Schöneres und Stolzeres als den Offiziersberuf, schreibt der junge Leutnant Kurt Hopfer in sein Tagebuch. Kompanie, halt! Links, um! Präsentiert das Gewehr! Schon ein halbes Jahr vor Kriegsbeginn vertraut er seinem Tagebuch an. Vielleicht, und das wäre mein Wunsch, darf ich meine Leute zu Kampf und Sieg führen.
die Probe darauf ablegen, ob meine Arbeit auch Erfolg zeitigt. Vielleicht darf ich an der Spitze meiner Leute fallen. Gewehr ab! Es sind sonnige Frühsommertage 1914. Noch ist kein Krieg in Sicht. Nicht mal an jenem 28. Juni, als ein Ereignis auf dem Balkan für Unruhe sorgt. Bei einem Besuch in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo werden der österreichische Thronfolger und seine Gattin von serbischen Nationalisten ermordet. Doch die Menschen genießen weiter ihre Ferien, während sich die internationale Lage zuspitzt. Sie ahnen nicht, in welcher Gefahr sich Europa befindet. Der Kontinent taumelt in eine Katastrophe und keine Macht scheint ihn daran zu hindern. 4 Wochen nach dem Attentat erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Daraufhin macht Serbiens Verbündeter Russland mobil. Das mit Österreich verbündete Deutschland will den Russen zuvorkommen und erklärt dem Zarenreich den Krieg und dessen Bündnispartner Frankreich. Der deutsche Angriff beginnt im Westen. Keine der Mächte sieht sich als Aggressor, sondern als Angegriffener. Am 1. August spricht Kaiser Wilhelm II. Zu seinem Volk. Er will die Deutschen auf den bevorstehenden Krieg einschwören. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Der Kaiser nimmt das Volk für den Krieg in die Pflicht. Nun seien alle wichtig. Er kenne keine Parteien mehr, er kenne nur noch Deutsche. Eine Parole, die ankommt. In Massen melden sich die jungen Männer freiwillig. In der Familie Kollwitz will neben dem Älteren auch der jüngere Sohn in den Krieg ziehen, obwohl er noch nicht volljährig ist. Ich möchte jetzt schon Soldat werden. Die Eltern müssen zustimmen. Nein. Das Vaterland braucht dich noch nicht, sonst hättest du dich schon gerufen. Das Vaterland braucht meinen Jahrgang noch nicht, aber mich braucht es. Versteht mich doch. Lasst mich gehen. Immer wieder wendet sich Peter mit flehendem Blick zu mir, dass ich für ihn spreche. Karl, wir müssen ihn ziehen lassen. In ihr Tagebuch notiert Käthe Kollwitz: Wie glücklich kommen mir die Menschen vor, die jetzt noch ein kleines Kind haben. Für uns, deren Söhne hingehen, ist der Faden abgerissen. Das Ehepaar Kollwitz gehört der Sozialdemokratischen Partei an, die immer wieder gegen die Aufrüstung protestiert hatte. Von nationaler Begeisterung und dem Kaiserkult lassen sie sich nicht hinreißen. Doch das Vaterland hat in ihren Ohren einen guten Klang. Wenn es bedroht ist, sind sie bereit, Opfer zu bringen. Schon bald wird Sohn Peter Rekrut im Reichsheer. Patriotische Töne auch auf dem Münchner Odeonsplatz. Wie der deutsche Kaiser ruft auch der bayerische König die Untertanen zu den Waffen. Der 22-jährige Berufsoffizier Kurt Hopfer sieht nun die Stunde seiner Bewährung gekommen. Ein dreifaches Hurra auf seine Majestät, den König! Hurra! In diesen Tagen schreibt er: Es kommt mir gar nicht so richtig zum Bewusstsein, dass ich auf einmal mitten in dem größten Ereignis der Weltgeschichte stehe. Am Beginn eines Weltbrandes, dessen Ende nicht auszudenken ist. Mit Gott durch. Hurra. Der Bürgersohn Kurt Hopfer will zeigen, dass man kein Adliger sein muss, um sich als tapfer zu erweisen.
Für den Münchner Karl Rosner hingegen ist dieser Krieg von Anfang an ein Unglück. Doch auch er wird sich dem kommenden Weltenbrand nicht entziehen können. In der Fremde sein bisschen Jugend opfern? Für wen eigentlich? Pass auf dich auf. Doch was soll die Sorge um das bisschen Leben? Wir wissen ja auch sonst, dass der Tod eines Tages kommt und denken nicht an unser Ende. Vorläufig bin ich entschlossen, mich ins Unvermeidliche zu fügen. Wie in Berlin begrüßen auch viele Menschen in Wien, Paris und London den Ausbruch des Krieges, von dem noch niemand ahnt, was er mit sich bringen wird. Man macht sich Mut. Spätestens zu Weihnachten sind wir wieder zu Hause, glauben die meisten Soldaten. Erst Frankreich besiegen, dann Russland. Das ist das Ziel des deutschen Generalstabs. Um die französische Armee von Norden her zu schlagen, wird das Heer zunächst durch das neutrale Belgien geschickt. Ein Völkerrechtsbruch. Nach der Niederlage Frankreichs soll sich die geballte Kraft dann gegen das Zarenreich wenden. Leutnant Hopfer kämpft Ende August 14 in Lothringen. Keine 5 Minuten lässt das Feuer nach. Ein rechter Jammer ist, wie viele Männer wir durch unsere eigenen Granaten verlieren. Das ist unsere eigene Artillerie hier mit der Flagge! Angriff, Männer! Stürmen! Stürmen! Zum ersten Mal tritt jedem Einzelnen der Ernst des Krieges vor Augen. Hoffentlich dürfen wir jetzt zeigen, was wir können und was wir wert sind. Aushalten ist die einzige Antwort. 13 Stunden lang liegen wir ohne Deckung unter stärkstem Feuer. Ganz allein. Auf geht's, Männer, los! Überall rund um das Stöhnen und Weinen von Sterbenden. In solchen Stunden findet man seinen Gott. Ich bete. Du großer Schlachtenlenker, du hast bisher geholfen, hilf auch weiter. Die feindliche Stellung war genommen. Herr Leutnant, schauen Sie. Und gleich feiern wir unseren Erfolg mit einem Schluck Champagner. Männer, auf den Sieg! Hurra! 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 In Berlin erscheint das Geschehen an der Front zunächst noch fern. Ein wundervoller Sommertag. Viele gehen hinaus ins Freie. Auf den Straßen Sonntagsmenschen wie im Frieden. Dazu kommen die guten Kriegsnachrichten aus Frankreich. In einigen Wochen ist es da vielleicht erledigt. Dann bleibt Russland. Ich muss nicht mehr so weinen wie vorher. Meine Jungen sehe ich ja noch, höre und fühle sie. Vielleicht wird es nicht so schlimm. Vielleicht kommen sie heil wieder. Ich habe noch einmal mit Peter gesprochen, gesagt, er müsse über sich selbst bestimmen. Aber ob er nicht doch noch warten wolle, bis er gerufen werde. Pass auf dich auf. Es ist, als ob das Kind einem noch einmal vom Nabel abgeschnitten wird. Das erste Mal im Leben, jetzt im Tod. Mach's gut. Schreibe dir. Die Männer, die in den Krieg gehen, hinterlassen meist Frau und Kinder. Ihr Herz ist geteilt. Die Jungen sind im Herzen ungeteilt. Sie geben sich ganz hin, mit Jauchzen. Sie nehmen alles vorweg, um mit einem Aufflammen zu verbrennen. Es ist kein Krieg der Dynastien mehr. Kein Krieg der Söldner. Es ist ein Krieg der Völker und der Massenheere. Wer seine Soldaten am schnellsten mobilisiere, gewinne das Kräftemessen, meinen die Generäle. Doch nach ersten Erfolgen im Westen gelingt es den Franzosen, den Vormarsch der Deutschen zu stoppen. Der Stellungskrieg beginnt.
Zahllose Geschütze machen ganze Frontabschnitte zu mörderischen Todesstrafen. Anfang Oktober 1914 schreibt Kurt Hopfer in sein Kriegstagebuch: In einer halben Stunde tritt das Regiment an. Mein letzter Gruß gilt euch, meinen heißgeliebten Eltern. Leutnant! Herr Leutnant, bekommen meine Männer nicht über die Waldkante. Und das Hände. Mag die Lage im Moment so schwierig sein, wie sie mag, ich fühle mich frei. Ich stehe meinen Mann und mache meinem Namen Ehre. Wir müssen stürmen. Zum Angriff! Sturm! 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 Meine Rekruten folgen mir mit einem begeisterten Hurra, als wir die Höhe hinaufstürmen. Meine Leute, die ich erzogen habe, die ich zu Soldaten gemacht habe, führe ich mit Erfolg in die feindlichen Stellungen. Ich schreibe das nicht, um mich zu brüsten. Nein, bei weitem nicht. Aber es war der schönste Moment in meinem Leben, weil ich mich in diesem Moment selbst bezwang. Eine Niederlage wäre der Untergang. Deutschland wird und muss siegen. Doch das Deutsche Reich kämpft nicht nur an einer Front. Auch auf dem Balkan tobt der Krieg. Karl Rosner kommt in Serbien zum Einsatz. Wir wurden mit unserer Maschinengewehrabteilung auf eine Fahrt ins Ungewisse geschickt. Die Stimmung ist gedrückt. Seit 14 Tagen keine Nachricht aus der Heimat. Ohne an die Gefahren der Front zu denken, entsteht eine heiße Sehnsucht, in die weite Welt zu kommen und entfernte, unbekannte Gegenden zu sehen. Doch der Ernst der Zukunft wird immer spürbarer. Wir sind auf dem Weg in einen wahnsinnigen Krieg, dessen Ende nicht abzusehen ist. Im Osten sind die Kampfgebiete eher weiträumig und offen. Der Krieg ist hier noch in Bewegung und nicht im Grabenkampf erstarrt. Rosner fühlt sich fehl am Platz. Das Soldatenleben im Feld ist ein Leben für sich. Man wird gewissenloser und passt sich der rauen Umgebung an. Andernfalls zieht man jämmerlich den Kürzeren. Ein anderer Münchner nimmt unterdessen den höchsten militärischen Verdienstorden in Empfang, den Bayern zu bieten hat. Gratulation. Danke, Herr General. Kurt Hopfer wird zum Ritter des Militär-Max-Joseph-Ordens ernannt. Für sein kühnes und selbstständiges Vorgehen im Gefecht. Er hat seine Kompanie, sein Bataillon und die Anschlusstruppen zum Siege fortgerissen. Auf den Sieg! Hurra! Virtuti pro Patria. In Anerkennung seiner Tapferkeit für das Vaterland wird Hopfer geadelt. Das alte Wappen seiner Familie ziert nun den Säbel des in den Ritterstand erhobenen Offiziers. Heute wirkt er wie das Relikt aus vergangenen Zeiten, in einem Krieg der Maschinen. Die anfänglichen Sturmläufe mit Hurrageschrei und gezogenem Säbel ersterben in der Feuerkraft der Artillerie und Maschinengewehre. Die Vernichtungskraft ist so groß, dass fast jeder Angriff im Hagel der Geschosse endet. Vor den Schützengräben befindet sich das Niemandsland, die Todeszone, für die Soldaten beider Seiten. Hier muss sich auch Peter Kollwitz bewähren. Seine Einheit kämpft in Flandern. Wir müssen jetzt rein. Los, Leute! Stellung beziehen!
runter! Mit eins nach und auf den! Willkommen an der Front! Das ist euer neues Zuhause! Mein lieber Junge, es ist ein merkwürdiges Gefühl, dass alles, was man schreibt, dich vielleicht gar nicht erreicht. Wo magst du sein? Es ist, als ob man in den Nebel denkt. Leb wohl, geliebter Junge, Mutter. In ihr Tagebuch notiert Käthe Kollwitz: Ich denke manchmal, seinen Bräutigam oder auch seinen jungen Mann zu verlieren, ist nicht so schwer wie seine jungen Söhne. Denn die Zurückbleibende ist jung und nach der Trauer muss die Lebenskraft sich wieder erheben. Aber was mein Mann und ich verlieren, wenn die Jungen sterben, ersetzt sich nicht mehr. Lieber Peter, vielleicht seid ihr schon im Feuer. Mein Lieber, trotzdem dein Leben jetzt vielleicht stündlich gefährdet ist, trotzdem ich an die Strapazen denke, die du sicherlich aushalten musst, ist mir nicht so zentnerschwer zumute wie vorher. Die erste Nachricht. Peter schreibt, sie hören schon Kanonendonner. Ich denke an ihn. Wo ist er? Männer, habt ihr was für zu Hause? Friert er? Danke. Hungert er? Ist er in Gefahr? Ich denke an dich mit fester Zuversicht und mit Liebe, du geliebter, treuer Junge. Achtung, meine Marke! Noch heute zeugen die Überreste vom unerbittlichen Stellungskrieg. Kurt Hopfer wurde von der Front abgezogen und dient nun als Adjutant im Bataillonsstab. Aus der Ferne erfährt er von den hohen Verlusten in seinem Regiment. Schwere Tage liegen hinter uns. Angriffe, Gegenangriffe. Aber nicht einen Fußbreit des eroberten Grabens haben wir verloren. Unsere Leute, das sind keine Menschen mehr, das sind Helden. Darauf trinken wir. Auf den König und auf den Sieg. Auf den König. Hopfer lässt keine Ruhe, was in den vordersten Linien geschieht. Herr General, eine Nachricht für Sie. Schwere Verluste. Ich möchte nicht in der Schreibstube enden. Mir graust vor Papier und Tinte. Ich möchte wieder die frische Luft der Front atmen. Herr General, ich will wieder zu meinen Leuten. Ich will nicht im Bette liegen, wenn meine gleichaltrigen Kameraden im Schützengraben fast ersticken. Ich habe die Überzeugung, dass im Stellungskrieg die Truppe alles macht. Ich möchte deshalb zu denen gehören, die den Krieg gewinnen. Peter Kollwitz gehört zu Millionen junger Männer, die ohne militärische Erfahrung in den Krieg ziehen. Peter! Viel Glück. Auch für sie steht außer Frage, für das Vaterland, wenn nötig, auch das eigene Leben zu geben. Deckung! Zweimal anpacken! Du und die Sanitäter! Sanitäter! Sicher nicht. Es ist der 23. Oktober 1914.
Die Euphorie der ersten Wochen ist der Ernüchterung gewichen. Die Hoffnung auf den schnellen Sieg entpuppt sich sehr bald als Illusion. Aus den Zeitungen verschwinden allmählich die Listen der Gefallenen. Es sind schlicht zu viele Namen. 1 Million haben alle kriegführenden Mächte zu beklagen. In nur 5 Monaten. Das heißt auch 1 Million trauernde Familien. Ihr Sohn ist gefallen. Alle, die dich lieb hatten, behalten dich in ihrem Herzen. Weiter wirst du wirken bei allen, die dich kannten und deinen Tod erfuhren. Ich möchte jetzt schon Soldat werden. Mach's gut. Ich schreibe dir. Aber ich will dich noch anders ehren. Den Tod von euch ganzen jungen Kriegsfreiwilligen will ich in deiner Gestalt verkörpert ehren. In Eisen oder Bronze soll das gegossen werden und Jahrhunderte stehen. Peter Kollwitz wurde nicht mal 19 Jahre alt. Genauso lange wird seine Mutter an einem Mahnmal arbeiten für die Opfer des Krieges. Den Befehlshabern dieses Krieges ist daran gelegen, dass die Stimmung an der sogenannten Heimatfront nicht kippt. Im Deutschen Reich stehen 1916 immer mehr Menschen Schlange. Brot, Butter, Fleisch und Gemüse werden rationiert. Selbst neue Kleidung gibt es nur auf Bezugschein. Während Millionen Männer an den Fronten kämpfen, nehmen immer mehr Frauen in der Heimat deren Arbeitsplätze ein. Vor allem Mütter mit Kindern sind auf das Einkommen angewiesen, denn die Unterstützung für Soldatenfamilien fällt gering aus. Schwer Verwundete versuchen nach der Genesung wenigstens in den Fabriken ihren Dienst zu versehen. Frauen, Alte und Kriegsversehrte müssen die Lücken schließen, die der Krieg gerissen hat. Im Frühjahr 1916 wird das Regiment von Karl Rosner an die Westfront kommandiert. Für die Schlacht um Verdun. Hey Rosner, komm mit. Tanz mit uns. Ach, lasst mich bloß in Ruhe, ja? Einige Kameraden vertreiben sich die Zeit. Denkt denn niemand von diesen Kälbern, die da tanzen, an die Schlachtbank, die uns erwartet? Aus der Ferne dringt ohne Unterbrechung dumpfes Rollen und Donnern. Es sind Tausende von Geschützen, die Tag und Nacht Verderben speien. Um den Festungsgürtel von Verdun tobt ein zermürbender Stellungskrieg. Ungeheure Massen von Menschen und Material werden in die Schlacht geworfen. An diesem Symbolort gehe es um Sieg oder Niederlage, sagen die Befehlshaber. Karl Rosner schreibt: Das Gelände vorne bei Verdun ist nichts anderes als ein stundenweites Massengrab. Man weiß, dass sich die Völker verblutet haben und dass noch Tausende von Soldaten verbluten müssen. Schwer, bleischwer legt sich das auf das Gemüt. Von 45 Kameraden sind 29 gefallen. Unter den Toten waren liebe Freunde. Man hat fern der Heimat Leid und Freud mit ihnen geteilt.
Sie wissen noch nicht einmal, wofür sie gestorben oder verwundet worden sind und für wen. Der Krieg ist die grausamste Gewaltanwendung. Nicht nur am Gegner, sondern auch an den eigenen Soldaten. Nirgends zeigt sich die verlustreiche Kriegsführung deutlicher als beim Kampf um die Festungen. Mehrmals wechseln sie den Besitzer, ohne dass sich die Frontlinie wesentlich verändert. Bis Mai 1916 sind bei Verdun mehr als 100.000 Deutsche und Franzosen gefallen. Wir bewegen uns in einem grauenhaft zerschossenen Gebiet, in dem der Tod wohnt. In den Lüften heult und wimmert es wie von 1000 Geistern. Je weiter wir auf dem Trümmerfeld vordringen, desto orkanartiger erklingen die Töne des Krieges. Wir werden immer weiter in die Hölle getrieben. Vorne! Für wen nur führen wir diesen Krieg? Ich spüre stechende Schmerzen an Brust und Hand und verliere die Besinnung. Als ich wieder zu mir komme, sitzt neben mir ein Verwundeter des 3. Jägerregiments. Hilf mir, hilf mir, ich bin verletzt. Ich bin verletzt, hilf mir. Was, du lebst? Warte, ich helfe dir. Es ist gut zu spüren, wie er sich um mich kümmert. Während er sein Samariterwerk vollbringt, fühle ich mich schwächer und schwächer. Wieder erliege ich der Ohnmacht. Es ist wie das Versinken in eine andere Welt. Als die Wirklichkeit mich zurückholt, liegt der Jäger, der mich verbunden hat, schwer auf mir und scheint zu schlafen. Ich will ihn aufwecken. Da sehe ich das Loch in seiner Stirn, aus dem dickes Blut quillt. Die Hand des Toten hat sich an meinen Arm gekrampft. Am Finger ist ein Trauring. Arme Witwe. Lehmbeschmutzt und blutbesudelt versuche ich, an den Rand des Granattrichters zu gelangen. Überall liegen Leichenteile. Ich habe nicht nur Schmerzen, ich habe auch Angst, den Verstand zu verlieren. Das ist reine Menschenschlechterei. Der Krieg ist die rücksichtsloseste Despotie gegen wehrlos gemachte Massen, denen die Verfügung über ihr eigenes Leben entzogen ist. Hunderttausende werden auf den Wunsch eines Einzigen geopfert. Und diese Massen wissen nicht, ob sie für Recht oder Unrecht kämpfen. Wahr ist nur, dass die Jungen, unser Peter, vor 2 Jahren mit Frömmigkeit in den Krieg gingen. Und dass sie es wahr machten, für Deutschland sterben zu wollen. Sie starben. Fast alle. Wie ist es dem Peter gegangen in seinen letzten Tagen? Ihr habt mir geschrieben, er war so schweigsam. Wo habt ihr ihn zuletzt gesehen? Im Graben. Viel Glück. Wir haben noch gemeinsam gelacht. Anfang Juni 1916 beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung eines Soldaten bei Verdun etwa 14 Tage.
Das Schlachtfeld von Verdun ist das Schauerlichste, was sich menschliche Fantasie ausmalen kann. Ununterbrochen schwerstes Granatfeuer. Die Bäume fliegen wie Zündhölzer durch die Luft. Schreibt Kurt Hopfer in sein Tagebuch. Auf den Männer. Unsere Stimmung ist ernst und weihevoll. Es ist doch etwas Eigenartiges, wenn man so nah an dem Tode steht. Wir peitschen unsere Nerven mit Alkohol und Nikotin in die Höhe. Als wir am Abend beisammen saßen, haben wir uns sagen müssen, in wenigen Tagen ist wohl nur mehr die Hälfte von uns da. Und doch ist es etwas Großartiges. Dieses völlige Fertigsein mit sich, Gott und der Welt. Auf beiden Seiten heißt es, am Ende werde die Partei den Sieg davontragen, die den letzten Mann besitzt. Lieber Vater, wenn ich auch eigentlich seit vielen Tagen nicht mehr geschlafen habe, so fühle ich mich doch im Vollbesitz meiner Kräfte. Hier ist der Platz, wo sich der Mann noch bewährt. In stolzer Freude und Gottvertrauen. Dein Kurt. Auf manchem Quadratkilometer schlagen pro Tag zigtausende Granaten ein. Meine liebe Mutter, wenn wir auch Schweres durchmachen, so sind wir doch in bester Stimmung. Voll Gottvertrauen und Begeisterung. Wir werden siegen. Herzlich, dein Kurt. Mein lieber Papa, sollte Gott uns lebend aus dieser toten Schlucht wieder herausführen, dann dürfen wir sagen, wir haben die Gräuel des Krieges bis auf die Neige gekostet. Seit 6 Tagen keinen Tropfen Wasser mehr, keinen warmen Bissen. Ununterbrochen schwerstes Feuer, das alles erdröhnt und erzittert. Von Tag zu Tag wird es hier fürchterlicher und schauriger. Das Feuer steigert sich immer mehr. Jetzt, zur Zeit des Morgengottesdienstes, geht es hier lebhaft zu. Wir stehen unter dem Druck der gewaltigen Artillerievorbereitung. Auch ich fühle meine Nerven leiden. Hopfer hatte es ein halbes Jahr vor Kriegsbeginn in sein Tagebuch notiert. Und Sturm! Sturm, Männer, auf geht's! Sturm! Sturm! Vielleicht darf ich an der Spitze meiner Leute fallen. Ich stürze voraus, den Säbel geschwungen, hinter mir meine Leute mit blitzenden Augen. Da trifft mich eine Kugel. Letztes Hurra unserem Kaiser auf den Lippen breche ich tot zusammen. Über meinem Leichnam stürzen meine Leute zum Sieg. Ich
ihr habt den Orden verdient. Es ist Himmelfahrt. Am Himmelfahrtstag 1916 stirbt Kurt Hopfer. Deutsche und Franzosen haben am Ende der Schlacht von Verdun 700.000 Tote, Vermisste und Verwundete zu beklagen. Karl Rosner wird schwer verletzt in ein Lazarett in Mayen eingeliefert. Der Eindruck der verflossenen Bluttage steht jedem Soldaten noch ins Gesicht geschrieben. Die Ruhe und der Schlaf im Krankensaal sind das wertvollste Geschenk. Man ist immer noch teilnahmslos. Die Gedanken schweifen unablässig nach Verdun zurück. Wen mag der einst die richtende Geschichte für das nutzlose Blutbad verantwortlich machen? Heilig soll dieser Grundsatz sein. Krieg dem Krieg. Karl Rosner wird nach dem Ersten Weltkrieg Rechtsanwalt. Viele Jahre spricht er mit niemandem über seine Erlebnisse. In seiner Heimat zählt Kurt Hopfer nach seinem Tod zu den Kriegshelden von Verdun. Käthe Kollwitz lässt am Grabe ihres Sohnes in Flandern ein Mahnmal errichten. Das trauernde Elternpaar. Es ist treulos gegen dich, Peter, dass ich nur noch den Wahnsinn sehen kann im Kriege. Ihr alle stelltet euer Leben unter die Idee der Vaterlandsliebe. Dasselbe taten die englischen, die russischen, die französischen Jünglinge. Ist also die Jugend in all diesen Ländern betrogen worden? Hat man ihre Fähigkeit zur Hingabe benutzt, um den Krieg zustande zu bringen? Wo sind die Schuldigen? Gibt es die? Sind alle Betrogene? Ist es ein Massenwahnsinn gewesen? Und wann wird das Aufwachen sein? Nie wird mir das alles klar werden.